Oh oh. So, und hier haben wir direkt vor uns, aber da kommen wir noch nicht ran. In der Tiefsee und eine Mutation, aber naja, komme ich ran. So, mal schauen, wenn wir ihr jetzt den Prototypen geben. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Ich habe dir diese Prototypenteile, um die du mich gebeten hast. Hervorragend, ich werde dir ein Gerät zusammenbauen. Damit kannst du jetzt aus Exemplar sehr viel tieferen Wässerschichten sammeln. Ist ein bisschen langsam, aber du kannst das Gerät noch weiter verbessern. Das war der Grund. Ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ja, da muss leider Captain Krake einfach gehen. Sorry. Nee, das wird nichts. Captain Krake muss gehen. Ach so, ich bin. Ich hätte es ja einfach ins Lager packen können. Pack's ins Lager! Ach, jetzt lese ich's. Also, ich habe eine Abschreckungsmaschine entwickelt, die ein grelles Licht und zugleich einen hohen Pfeifton erzeugt. Das wird die Kreatur hoffentlich vor einem Angriff abhalten. Oder sie noch mehr reizen. Schließe sie an den Generator der Forschungsaußenposten an. Du musst dann aber alle Stunde zurückkommen und sie wieder anwerfen. Ansonsten läuft sie automatisch. Gut, dass ich den Kraken entsorgt habe. Gut, dann wirf nochmal einen Blick auf diese Liste mit Exemplaren. Denk bitte daran, die Maschine zu installieren und anzustellen, bevor du dich in die Suche machst. Wahrscheinlich musst du dafür auch die Ausrüstung noch ein wenig verbessern, die ich dir gegeben habe. Oha, das sind auf jeden Fall alle Tiefseeviecher. Alles klar. Noch was? Nope. Ich breche auf. Oh, was ist jetzt? Jetzt kann ich es freischalten. Jetzt erst. Okay, alles klar. Ach, je. Ist aber spannend. So. So, ich würde tatsächlich erstmal. Ich muss die Maschine erstmal installieren lassen. Oder ich würde sie erstmal installieren lassen. Von der Händlerin und dann erst rübergehen. Und hoffen, dass dann auch erstmal Tag ist, weil nachts würde ich es tatsächlich nicht so gerne machen. Hier so mitten über den großen Krater segeln und da mal was runterlassen. War da gerade schon wieder. Wollte da gerade was in meinen Frachtraum? Ekelhaft. Ja, vielen Dank, Herr Junge, für Blue Knees. So, okay, warte mal, du sollst mir installieren. Das Ding. Da würde ich einfach sagen, ein Netz raus. So, die Maschine bringe ich rüber. Schatz, den kann auch rein. Oh, Alter, da ist ein schön voll. Holla, holla, holla. Holla, holla, holla. Warte mal, kann ich nicht auch bei der Werft jetzt einfach nochmal sagen, komm. Ja, kann ich. Die kaufe ich. Bei dem kann ich ja hier wenigstens einmal ganz kurz sagen, bitte das Ding kaufen. Das Problem ist ozeanisch. Ich kann jetzt nicht ozeanisch angeln. Dazu bräuchte ich tatsächlich das Ding hier. Und ich glaube, das sind dann auch nachher die finalen Sachen, die ich benutzen würde. Die Angel. Weil mit der, gut, ich meine, ich habe hier eine ultra krasse Fanggeschwindigkeit von 132%. Die hat gerade mal 82. Gerade mal. Aber dafür gehen mir hier eine Menge flöten. Ne? Hier ist kein Mangrove mit bei und kein vulkanisch. Und mit den Beinen hätte ich quasi alles abgedeckt. Daraufhin würde ich spekulieren.
So, aber jetzt lass uns mal erstmal kurz mal eine kleine Maschine installieren und erstmal dem hässlichen Kraken damit in den Arsch latschen. Habe ich jetzt schon. Warte mal, Moment. Ja, hat er. Und damit kann ich Abyssal, kann ich, okay. Ja, sie hat ja selber auch gesagt, ne? Um alle Exemplare zu finden, brauchst du auf jeden Fall ein kleines Update. Was ja so nicht schlimm ist, aber. Brauchen wir hier ein paar Punkte. Ein paar Punkte heißt, wir müssen eventuell ein paar Forschungsteile kaufen. Ergo, wir müssen angeln. So, aber als allererstes rennen in die Forschungsstation und dann erstmal hier das Maschinchen angeschlossen. So, Generator. Die Abschreckungsmaschine der Forscherin konnte an den Generator des Außenpostens angeschlossen werden. So. Hin den Tröterich. Ein kleines, von getrocknetem Salz umhülltes Objekt rollt unter den Generator hervor. Hey, cool. Maschine aktivieren. Ja. Die Abschreckungsmaschine erwacht brummend zum Leben. Wenige Sekunden später strahlt ein grelles Licht und ein Alarmton heult los. Die Forscherin sagt, dass dies die Kreatur für eine Weile fernhalten wird. Vorerst. Na dann. It's my chance. So, weil letztendlich ist ja das, was ich hier haben will, natürlich das Relikt. Die Frage ist, wo ist es? Hier könnte es sein. Ein Sextant, okay. Cool. Aber das ist nicht das Relikt. Ja, wahrscheinlich hier, wo die roten Orbs hochkommen. Das wird das. Nein, und dafür braucht Kadal. Oh. Dafür braucht das Update. Ach, so ein Schmu. So, na gut. Kadal. Oh, ist ja nicht wahr, oder? Kann ich überhaupt was angeln hier? Nee. Ja, ist schon wirklich ein ganz schöner Krater. Was für eine Scheiße. Wir können hier ja nicht angeln, oder was? Was mit euch? Auch nicht. Was kann ich denn mit der Plempe überhaupt angeln? Na, ich glaube, ich spinne. Ah, eine Dublone? Ja, das ist ja total schau. Das ist ja eine totale Nullnummer, das Ding. Na gut. Dann hilft mir jetzt nichts anderes. Außer. Oh, nee, fischt. Außer mir jetzt mit Forschungspunkten irgendwie das Upgrade zu gönnen. Weil ansonsten kann ich. Ja, nicht machen hier. Ich kann weder das Artefakt heben, noch kann ich sonst noch gerade machen. Achso, nee, Mann, eigentlich wollte ich den ja nicht haben. Weil die kleinen Oktopoden, die bringen ja nicht so viel. So ein Hai wäre mal wieder ins Geil hier irgendwo. So ein Marky Shark. Na gut, okay. Verkaufen wir erstmal die paar, die wir haben. Den Ehen. So, hab ich. So, werft. Oh, 24. So, einen brauchen wir noch. Ich glaube, das geht ganz gut irgendwie, wenn wir jetzt halt einfach irgendwie ein paar Fische sammeln irgendwie und einfach wiederkommen. Dann resettet sich tatsächlich bei der Verkäuferin meistens so das Angebot und wir können wieder. Was ist denn mit denen jetzt hier vorne? Kann ich die angeln? Ja, die kann ich angeln. Ihhh. Die Laternenfische. Das sind auch wirklich ein paar hässliche Viecher, Alter. Mein lieber Herr, das war eben noch. So,
Ich bin der Meinung, Eden muss ich abheben, ne? Eden war, glaube ich, bei ihr auf der Liste drauf. So, das sind wir, die kleinen Kalmare. Schlüpft was in meinen Frachtraum. Das darf nicht wahr sein, Alter. Infiziert. Wie gesagt, den Salat habe ich echt nur irgendwie wegen dem Nichtschlafen. Aber wir wollten es. Ich finde es auch irgendwie ganz geil, weil das natürlich irgendwie... Ich habe zusätzlich halt nur eine kleine Challenge. Und der Grusel- oder Horroraspekt steigert sich so ein bisschen innerhalb des Spiels. Tut mich denn hier wie so ein Idiot? Na, das, und ich kriege eine Antwort. Ey! War da gerade schon wieder einer? So, Forscherin. Und du bekommst erstmal hier den Anglerfisch. Wunderbar. Abisal, frisch. Mann, Alter, auch nur aus Kiefer und Zähnen bestehen diese Viecher, ey. Echt eklig. So, gucken, ob ich hier vorne noch irgendwas finde. Mal kurz rausparken hier. So, was ist mit dir hier? Was ist das hier? Ja, das geht. Ah, schön. Das ist so lächerlich unproportioniert, dieses Vieh, ey. Oh, oh, da kommt Gelb. Nehmen wir. Sehr schön. Kriegst du natürlich erstmal einen Probefisch, junge Dame. Und der Rest wird verkauft. Schwein gehabt. Gibt es da eine Kausalität mit den Angriffen? Also, wenn dieser Fisch mich angreift. Ich weiß nicht, ist das jemand aufgefallen? Bin ich da voll beladen? Dass der quasi allein von der Beute angezogen wird? Oder ist das, wird er einfach nur durch meinen Geisteszustand angezogen? Wir sind nämlich tatsächlich nicht. Oh, war denn das? Was war denn das? Kann ich das nochmal aus der Nähe sehen? Was meinst du? Meinst du jetzt gerade den Angriff? Ah, Holz. Nee, ich brauch kein Holz. Ich brauch Metall, brauche ich jetzt. I need the metal. Das große Unterwasservieh. Ah, schon wieder hier, warte mal. Haut's ab! Tiefsee-Bartelfisch wurde von Vogelohren, ihr Penner! Na sag mal, ich hab extra gehupt. Die haben ihn interessiert. Achso, wirklich. So. Ich bin echt voll. Das ist ja nicht geil, Alter. Das ist ja nicht geil. Okay, ich würde vielleicht sagen, dass wir sogar zurückgehen. Ich verkaufe mein ganze Giraffe hier irgendwie. Also diese ganze... Ach, warte mal. Stopp. Das war jetzt für schreckliche Musik gerade. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt eigentlich gerade gemacht? Ah, 23 reicht wahrscheinlich nicht. Der letzte wäre noch da. Aber würde auch nicht reichen tatsächlich, weil wir müssten ihn ja kaufen. Aber tatsächlich, lass ihn uns doch kaufen, indem wir jetzt einfach sagen, die ozeanische Seilwinde, die würde ich verkaufen. Dich nehme ich dafür.
Und mit viel Hoffnung reicht es, wenn ich quasi in Großmarkt oder in Kleinmarkt, besser gesagt, die ganzen Schatzteile verkaufe. Um mir diese Seilwinde zu kaufen. Die jetzt wie viel kostet? Ah. 57. Das ist ordentlich, Alter. Das ist amtlich. 57. Könnte sein. Könnten wir hinkriegen. So, dazu will ich jetzt nämlich mal einfach mal diesen Manifestationsschlappums mal benutzen. Wow. Okay, das war krass. Das war nicht schlecht. Und das war wahrscheinlich gleich die Quittung dafür, Alter. So, Kleinmark. Auch zum Händler. Gib mal an, doch 60 Dinger, der Teller. Wer hätte gedacht? Holla, holla, holla. Und das hat tatsächlich erreicht. Wer hätte es ja fast nicht gedacht. Cool. Sehr geil. So, wir können uns also jetzt die fette Route kaufen. So, aber ich gehe natürlich nicht ohne ein Hai rein. Ich komme jetzt natürlich noch zwei Haie. Die bringen noch ein bisschen extra Kohle. Für die Reparatur. Was ist denn jetzt schon wieder? Sag mal, spinnt ihr jetzt alle hier? Was soll das? Er möchte nicht, dass er Kai kaufe. Dass er Kai verkaufe und angle. Schwein. So, wo wollte ich? Hier wollte ich. Ich wollte zwar Schiff bauen. Und du baust mir bitte. Achso, ich muss erstmal reparieren für 60. Knappe Kiste. Aber es reicht noch. Es reicht noch. So, das bitte ausbauen. Ich bin ja schon mal froh, dass der Ausbau nicht noch irgendwie Geld kostet. So, und damit durfte ich alles befischen können. Abisal, Hadal, da oben steht es ja auch alles. Ja, jetzt kann ich alles befischen. Sehr geil. Sehr, 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 sehr. Oh, oh mein Arsch. Sehr, sehr geil. So, okay. Gut. Trockendock. Okay, man könnte jetzt noch mal ganz kurz probieren. Tatsächlich hier noch mal als allerletztes für die heutige Session hier mal noch mal schnell Stahlteile ranzukriegen, um den letzten Ausbau zu machen. Da hätte ich noch ein bisschen Bock zu. Da fühle ich mich noch motiviert für. So, und soweit ich mich erinnern kann, waren da hinten welche. So, Tor holt mir den Hai. So, warte mal, hier, das. Ach so, das. So, jetzt sind jetzt nicht die Stahlteile eigentlich, die kamen wollten, aber tatsächlich sind die auch wichtig. Ja, und wie er so mal ist, ne? Manchmal fehlt es an dem, manchmal fehlt es an dem, manchmal fehlt es an dem. So, und ich glaube, das raubt mir ganz drastisch immer die Sanity hier irgendwie. So, da haben wir es. Bitte zwei Stück, das wäre total geil. Bitte zwei Stück. Boah. Und wir haben die Kunst der silbernen Zunge gelesen.
krass. Nein, oh, das war knapp. Zwei Forschungsteile. Das ist schon kein schlechter Schnitt hier eigentlich. Und wir sind noch nicht fertig. Krass. So, anders. So. Schöne Sache. Unglaublich, ich kann mich schon wieder den Heilig mitnehmen. Es ist doch verflucht. Weil zugrunde liegen. Also diese Geräusche sind schon echt immer hart, die man hier so hört. Die so kreucht und fleucht. Ich glaube, das, leider das zugrunde liegende Problem wird sein, halt, dass ich nicht noch Kohle für den Ausbau habe. So. No. No. Tja, dann muss ich mir jetzt die Haie holen. Tut mir leid, es geht ja nicht anders. So, dann kommt jetzt hier alles in die Truhe. So, das haben wir. Das ist mir total, ja, eigentlich. Fischereiplattform. Fischereiplattform, das ist aber auch krass. Motoren. Ja, wir haben ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Achso, ist Enti? Slayer. Ah, Bianca, ich weiß. It's late, aber wir sind gleich fertig. Aber schön, dass du so lange durchgehalten hast. So, jetzt nur noch Hai holen. Hai happen, huaha. Und dann. So, boom, schlammalabal, boom. So, der ist jetzt erschöpft. Hier vorne war einer. Gut's nicht, Bianca. Nee, das waren keine Haie. Hier vorne sind Haie. Nein! 18 Uhr! Ah, nein! So, was ist da vorne? Ah, da vorne ist dafür. Und so ja, Mutant, eventuell. Mit viel Glück! Oh, Klaffraken! Klaffrachen! Hi! Oh Gott, kannst du ja nicht aussprechen. Das sieht ja mal fies aus, das Vieh. So, krieg ich den noch irgendwo untergebeutelt hier? Nee, das sieht schlecht aus. Ja, zu schön. Aber man will auch nicht zu greedy sein. Nein, ich hänge an der Boje, Alter! Oh. Da kommt der olle Anglerfisch. Oh, ist das ekelhaft, ey. Finde ich echt ekelhaft. So, Fischhändler. 356, so muss das laufen. Schöne Ding, und wir können uns das verdiente Upgrade zum Schluss kaufen. Trockendock. Ding in die Tank. Bestens. Hier können wir noch ein bisschen was reinsetzen. Uha. Krass, hätten wir fast. Nicht schlecht. So, nochmal ein bisschen aufräumen. Achso,
Und hier von mir aus nicht. Nein! Nein! So, ist jetzt halt nicht die schönste Ordnung. Gebe zu. Schande. Aber... it is what it is. 2 weeks later. So, Dali, wir sind in Großmarkt vor Anker Young, nachdem ich nochmal 5-mal hin und her gefahren bin, irgendwie auf dem Abend. Wir haben es 22.45 Uhr. Lass mich mal ganz kurz mal auf die Map schauen. Okay, also, ja, jetzt alles klar. Es fällt mir wie Schuppen von den Haaren. Und zwar, hier haben wir noch das eine Relikt, was wir noch bergen müssen. Dafür brauchen wir aber die Erweiterung für die Seilwinde. Wir können, glaube ich, bloß... Nee, wir haben sie jetzt sogar. Jetzt können wir Hadal fischen. Wir konnten vorher nur Abyssal fischen. Hey, Junge, hey, grüß dich. Du bist noch da, wie schön. Hey. Ich habe gerade gesagt, irgendwie, dass ich so was von Neinisch geworden bin, als du mir erzählt hattest, dass du jetzt hier Dredge zockst und weiter bist. Und ich wollte unbedingt weiterspielen. Aber ich wollte jetzt auch nicht ohne euch weiterspielen, deswegen heute ist spontaner Stream, weil gestern ausgefallen. Achso, ja, und Xäne natürlich. Xäne. So, wir machen das einfach jetzt eine halbe Stunde weiter. Okay, ich wechsle mal die Zähne. Warte mal, das dürfte die richtige sein hier? Nein, Spaß. Also, wir haben jetzt quasi das Update gezogen. Noch gemacht. Und zwar, wir können mit der Seilwinde jetzt beide Tiefenfischern machen. Also immer Abyssal und immer Hadal. Und könnten jetzt theoretisch das Relikt bergen. Nice. So, Steuerung ist schon wieder komplett raus, weil sind ja auch schon wieder 4 Tage bis dahin verjangt. Toll. So, wir haben es immer noch 22.45 Uhr. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt rauszufahren. Wir sind hier leer. Hier haben wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gondeln wieder zum Archipel. Und gucken, ob wir das da rausbekommen. Yay. So, was haben wir eigentlich drin? Wir werden mal das hier anmachen. Speed. Ohohohoho. Lampe anmachen wir auch geil, wa? So, komm. Abba. Und wir machen den Speed Boost noch rein. Weil wir dann eventuell auch lauter Haie. Nee, wir können sie jetzt nicht fischen. Und nachts raus ist ja immer so eine Sache. Nachts raus ist immer so eine Sache. Ja, nee. Immer noch Xeno? Nee, Xeno ist jetzt gut, oder? Xeno ist gut. Oh, no. Jetzt muss ich mal wegdörnern. Und hinfort mit uns. Ist ja noch hinter uns, das Ding, wa? No! Der Anglerfisch kommt hoch! Schön, der Rumpf ist beschädigt. Ich freue mich. Das ist ja toll. Oh, nein, er verfolgt uns. Der Anglerfisch ist hier noch hinter uns her. Wissen wir, knackte Idee war das, nachts rauszufahren? Meine. Yay. Ganz, ganz toll. Okay, der Anglerfisch ist Gott sei Dank weg und es wird... Oh, Moment, was haben wir da? Es wird wieder etwas heller. Hier haben wir noch... Ein merkwürdig aussehende Truhe, halb von Sand bedeckt. Sieh hinein! Oh, ein Taler und ein weiteres Stück für die Karte, die wir schon haben. Das ist ja cool. So, okay. Okay, let's go. Und jetzt fischen wir Abyssal. Oh, und gleich einen gelben. Den holen wir uns. Sehr schön. So, für die, die vielleicht letztens nicht mehr wissen, wenn wir etwas gelb rausfischen, ist das quasi wie eine Art Trophäe. Also der Fisch ist größer und wir bekommen halt mehr Geld dafür. Es sei denn, wir lassen ihn vergammeln oder irgend sowas. Dann kriegen wir nicht mehr Kohle für. So, reicht erstmal. Oh, so, Gott, ich muss jetzt wirklich erstmal nochmal wegen der Steuerung hier schauen. Bei dem Boot waren wir auch noch nie, wa? Da
Ach nee, warte mal. Oh, haut ab, haut ab. Na klar. Jetzt kann ich auch noch nicht mal mehr die Fische vertreiben, die Vögel vertreiben. Wenn er hat. Oh, und der hat sich auch noch den Newton geklaut. Mann, so ein Scheiß. Bisschen lauter. So. Okay, gut. Hier können wir noch ein bisschen dredgen. Let's go. Ein paar Stahlteile, die holen wir uns natürlich. Das nächste Update wartet. So. Zur Not können wir vorne noch erstmal zur fahrenden Händlerin und dort erstmal alles nochmal irgendwie umpacken oder irgend sowas in der Richtung. Das ist nicht so schön. Weil das Relikt werde ich jetzt wahrscheinlich nicht bergen können. Weil voll. So. Warte, ach, hier nehmen wir ohne was. Was ist ein Schatz, wa? Ja, ein Schatz. Holla, 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 holla. Ist auch mal, oh, Stress, Stress, Stress hier. Hey, 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 hey. Nein, Säckchen Gold. Das nehme ich gern. Schön, ja, das hat sich da gelohnt. So, okay, dann mal ganz außen lang. Ah, ich bin ein bisschen versucht jetzt irgendwie, eventuell zu sagen. Aber das würde uns nicht bekommen. Ich glaube, das, wir sind, wir haben, unser Rumpf ist ja schon angeschossen irgendwie. Ich glaube, wir werden uns jetzt mal hier nicht noch auf irgend so einen Kampf mit dem Tentakelvieh da unten einlassen. Was eh viel zu groß ist. Oh, what is this? Oh, Alter, der Tentakel. Der Tentakel. Day of the Tentakel. Ah, ein paar Ohrringe. Schön dran vorbei. Oh, es ist schwer Nacht. Mann, Mann, Mann. Für die Wissenschaftlerin müssen wir auch noch ein paar Sachen bergen. Dafür brauchen wir noch ein Netz. Die Frage ist, ob das überhaupt mit der Update-Stufe oder Upgrade-Stufe vom Netz geht, was wir überhaupt haben. Oh, Stammel. Also, sorry, ne? Stammeln ist halt heute Pflicht. So, erstmal auf dem Fischmarkt. So, setzt dein Schleppnetz ein. Achte darauf, wie tief das Wasser ist. Nicht alle Fischarten mögen tiefes Wasser. Sieh in deiner Enzyklopädie nach, wenn du nicht sicher bist. Alles klar. Ah, 22, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, wir wollen, warte mal, ich nehme eine mit. Geh nochmal in die Werft. Und Lager, Lager, Lager. Lager. Lager, Lager, Lager. Hier brauche ich jetzt Glück, erstmal Hammig zu kaufen. Hier würde ich nochmal schauen. Jawohl, das wird gekauft. Oh. Das ist keine Kohle mehr, Alter. 15 Dollar. Ah, ich bin so am Arsch. Okay, rein ins Schwimmdock. Ah, okay, wir brauchen noch ein veredeltes Metall und noch einmal Stoff. Und dann können wir uns den neuen Rumpf kaufen. Warum bin ich denn eigentlich doof? Warum repariere ich denn nicht erstmal mein Boot? Mann, warum? Wieso? Scheiße. Ich kann doch nicht mal da irgendwas drin packen. Okay. So, klassisch wieder verkalkuliert hier. Kann ich es denn wenigstens ein bisschen reparieren noch irgendwie? Nein. Weil es kostet 30. Gut, dann muss ich mal ganz kurz hier irgendwo einen Fisch fangen. Fischi Fisch. So, hier vorne haben wir, glaube ich, Oktopusse. Ne? Oktopussis. Holen wir mal schnell. Die sind ja nah dran. Hello. Hola. Okay. Sieht erstmal ganz gut aus. Erstmal ein bisschen was. Hallo! Süß, dein Boot ist ja noch so klein. Ja, Herr Junge, ich weiß. Du bist schon etwas weiter.
Ist bestimmt schon voll den Megakreuzer. Okay, so, rein in die Werft und nochmal schnell alles reparieren, bitte. Sehr gut. So, und wir können nochmal hier in die Forschung gehen. So, hier haben wir das bis auf das Ding. Auf das plädiere ich eigentlich ja nicht so wirklich. Ne? Bei den Motoren. Oh, warte mal. Jetzt können wir uns den Power-Motor kaufen. Aber wir haben ja schon letztens, glaube ich, festgestellt, bringt der überhaupt was? Stimmt, den wollten wir überspringen, um den dann zu kaufen, ne? So, how much is the motor? 675 Dinger! So, wir machen jetzt 51,5 Knoten. Ja, mit denen machen wir jetzt, ja, 67,2 Knoten. Da fragt die Frage stellt sich also nicht. Den nehmen wir definitiv. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So, dann würde ich sagen, legen wir mal ab und düseln wir mal hier einmal durch die Bucht durch und holen uns das Relikt in der Mitte. Aber vorher müssen wir erstmal nochmal kurz das Warnsignal anschalten. Ey, das muss so... Oh nein! Da drüben ist halt der olle Anglerfisch. Tschüss, Anglerfisch. Fieses Ding, ey. Oder ist jetzt einfach bloß in die Bucht gefahren? Nee, Gott sei Dank nicht. Sitzt schön um die Ecke, wartet hier auf mich. So. Einmal ran mit uns. Generator schnell anschmeißen. Ja, möchten wir. So, und damit verjagen wir quasi dieses gigantische Oktopuswesen aus der Mitte und wir können in die Mitte schwimmen, ohne Schaden zu bekommen. Und hier muss irgendetwas sein. Das Relikt da vorne wahrscheinlich. Nee. Da, aber ich hole mir das hier erstmal. Schön. Ein Riesenflusskrebs oder Flossenkrebs. Ich habe es gerade nicht so schnell lesen können. So, und hier ist jetzt... Das sieht mir nach dem Relikt aus. Das ist ein ziemlich großes Relikt. Juwelenbeschmücktes Band. Wunderbar. Schön, wir haben es. Leute, wir haben das dritte Relikt. Das dritte von fünf. Ihr Penner! Was schon wieder jetzt? Was soll das? Ja, danke. Oh, und ein mutiertes Vieh. Das nächste mutierte Vieh und ich hau mal gleich ab. Haben sie mir gekloppt? Nee, haben sie nicht. Wunderbar. Wenigstens haben sie mir nicht die Mutierten weggenommen. Mutierten bringen immer mehr Geld. So, was haben wir hier vorne noch? Hier vorne noch ein paar große Fische. Die sacken wir uns natürlich auch noch mit ein. Oh. Das sieht ja toll aus. So, auf zum Verkaufen. Und ja, von einem Satz abgestorben. Für die von letzten Mal wissen es bestimmt noch, die nicht mit dabei waren. Wenn wir ein Relikt abgeben, bekommen wir einen neuen. Ja, kriegen wir eine neue Fertigkeit irgendwie, die wir beim Boot einsetzen können. Sehr, sehr cool. So, alles verkaufen für 257. Wir können es für 257 verkaufen. Schön. Wunderbar. Ich plädiere noch auf den Motor. Ich würde noch gerne so lange jetzt hier schnell was fischen, bis wir uns den Motor kaufen können. Haben wir vorne irgendwas Größeres? Was hier so rum fluktuiert. So. Die konnten wir ja abisal. Die konnten wir schon. Nein!
Ich muss sagen, die Mucke ist echt großartig. Einfach großartig. So schön, dass sie nicht immer da ist, sondern immer nur irgendwie an bestimmten Stellen im Spiel einsetzt, aber dafür umso mehr Tragweite dadurch kriegen, finde ich. Also umso mehr emotionalen Impact. Auf zum Fischmarkt. So, wir haben $666.13. Das ist natürlich auch cool. Let's get into the Werft. Und wir holen uns den Motor. So, dazu bauen wir den erstmal aus. Und verkaufen erstmal einen Motor. Den in der Mitte können wir gar nicht verkaufen. Machen wir den hier. Zack. Und her damit. So, und damit sind wir etwas schneller geworden. Yay! Ah, schade. Because I'm arm. So, einen hätte ich noch frei. Tatsächlich habe ich vorhin gesehen, beim Ausbau, dass wir so eine Einzelturbine kaufen können doch. Na, die 9,5 Knoten machen. Ich glaube, davon würde ich mir dann ganz gerne noch eine kaufen, denn... Also, wenn wir die freigeschaltet haben. Und die würde ich damit einsetzen. So, okay, aber wir haben ja das Perk Manifestation bekommen. Und damit können wir uns sofort zu dem Relikte-Sammler teleportieren. Über die Hälfte der Karte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil genau hier müssen wir hin. Was ist denn Ditte? Was war denn Ditt gerade? Was ist denn Ditte? Wieso? Was ist denn das für eine Insel? Ist das eine Falle? Könnte eine Falle sein. Oh Mann. Okay, ein Trugbild. Oh, das ist ja fies, Alter. Ah! Oh, okay, okay, okay. Trugbild. Nein. Ach komm, was ist denn? Der Powermotor ist im Arsch. Na, jetzt habe ich ja 100 Punkte hier. Yay. Scheiße. Nein. Oh Gott, wo ist denn der letzte Speicherpunkt jetzt gewesen? Ah, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, auch zum verfallenen Anwesen. Okay. Du gehst hinein und legst dem Sammler den juwelengeschmückten Ring auf den Tisch. Seine Augen weiten sich. Wir machen gerade große Fortschritte und ich weiß, was du denkst. Ein solches Objekt würde in jeder Auktion Höchstpreise erzielen. Aber für uns hat es auch einen ideellen Wert. Wie dem auch sei, du hast ja eine Belohnung verdient. Öffnet das purpurne Buch. Der Bücherrücken knackt hörbar. Vorsichtig wählt er eine Seite aus und beginnt laut vorzulesen. Die Worte klingen gedämpft, als würden sie durch einen dichten Nebel dringen. Fertigkeit Bann. Feuere ein gleißendes Licht, das dich vor was Unfällen schützt? Du hörst ein Grollen, dann ein Knistern in deinen Ohren. Plötzlich verzerrt sich deine Sicht und in deinen Ohren knallt es. Er schließt das Buch. Wir müssen weitersuchen. Ich habe darüber nachgedacht, wo wir noch fündig werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass der Schlick von Windstrang allerhand Dinge verschluckt. Wäre sich ein Versuch wert. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst.